Hallo und willkommen bei Corpus Motum, ich bin euer Coach und Physiotherapeut. Heute besprechen wir Problematiken in der Lendenwirbelsäule und im Rücken, die auftreten können eben durch falsche Haltung bei der Hausarbeit und wie wir dem Ganzen eben entgegenwirken können. Ein großes Problem ist wirklich das nach vorne bücken, dass wir mit überstreckten Beinen, das Becken ist nach vorne geschoben und dann eben wirklich gebückt eben dann bei der Abwasch, beim Kochen, beim Schneiden dabei stehen. Und dem können wir entgegenwirken, indem wir einfach so ganz leicht in die Hocke gehen, so wie beim Skilift fahren oder einfach locker auf einen Wackelbrett draufstehen. Das heißt, wir überstrecken die Knie nicht, sondern versuchen einfach ganz leicht gebeugte Knie zu haben, wie bei einer Kniebeuge. Und setzen uns dann ganz leicht nach hinten, also das Gewicht ist eher auf den Fersen, so als ob wir es hinten eben auf den Stuhl hinsetzen würden. Und so können wir dann eben zur Abwasch hinstellen oder zum Kochen, zum Schneiden. Unterbau ist angespannt. In dieser Position ist es dann auch leichter, die Lordose, also die Lendenwirbelsäule, aus der Lordose rauszubekommen. Das heißt, aus der Beugung, aus der Überbeugung eben etwas rauszukriegen. Okay? Und in dieser Spannung versuchen wir dann eben, unseren Alltag in der Küche eben zu machen. Das Schwierige dabei ist, die Haltung zu stabilisieren, zu halten. Wichtig ist wirklich schauen, also von der Position her, dass es trotzdem weitergeht zum Weiteratmen. Also Unterbauch leicht anspannen und wenn ihr dann merkt, okay, ihr blockiert das Zwerchfell, dann versucht einfach trotzdem weiterzuatmen. Dann probiert die Spannung im Unterbauch etwas loszulassen und dann, wenn ihr so eine Waage gefunden habt zwischen Anspannung und Atmung, dann ist dieser Punkt da, wo es ganz gut funktioniert. Also ihr müsst dabei normal weiterreden können und natürlich ist das anstrengender für die Gesäßmuskulatur, für die Oberschenkelmuskulatur als diese passive Haltung, wo wir die Knie überstreckt haben und das Becken nach vorne geschoben haben. Nur eben in dieser passiven Haltung kommt es zur Überbelastung eben dieser passiven Strukturen auch, eben der Lendenwirbelsäule, der Bandscheiben und dieser Druck eben führt dazu, dass es dann irgendwann zu Schmerzen führt. Okay? Das heißt, probiert es wirklich aktiv zu stehen, als ob ihr gleich wegspringen wolltet. Die Spannung ist in den Oberschenkeln, im Gesäß, der Unterbau ist gespannt und alles ist eigentlich geschützt. Und in dieser Position können wir dann erst mal mit den Händen frei arbeiten. Natürlich ist es anstrengender, aber ihr habt dann wirklich viel gemacht. Ich bin euer Coach und Physiotherapeut von Corpus Motum, Bartel Kroderfer, und ich freue mich, wenn ihr das Video unten mit einem Like eben bewertet. Und bis zum nächsten Mal.